Christus gestern, Christus heute, Christus morgen, Christus in alle Ewigkeit. Christus ist der Weg, auf dem wir gehen sollen. Christus ist die Wahrheit, wie sie kein anderer hat. Christus ist das Leben, das wir mit ihm in Fülle haben werden. Wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Der Herbst in seiner Farbenpracht ist auch für unser Leben ein Zeichen dafür, dass wir nicht ewig auf dieser Erde bleiben können. Wenn wir den hochgiftigen Steinpilz essen, müssen wir sterben. Wenn wir die 10 Gebote Gottes nicht halten wollen, in Sünde leben und damit sterben und nicht die Barmherzigkeit Gottes erfahren dürfen, dann essen wir bewusst den Steinpilz, an dem wir unser irdisches Leben verlieren würden. Noch schlimmer ist es, wenn wir das ewige Leben verlieren. Im Himmel ist es doch am schönsten. So fahren wir durch die Wälder, durch die Auen, vorbei an Bergen im Vertrauen, Gottes Schöpfung zu bewundern. Allgegenwärtig seine Zier, und wie mir's gefällt, gefallet es auch dir. Die Gedanken bei dem Schöpfer, der sie so herrlich hat gezieret, die Natur in ihrer Farbenpracht, so kehret immer wieder der Herbst und auch der Frühling auf unserem Planeten. Wann kehret ein der Herbste bei uns im Erdental, dann habe Acht, o Seele, das Frühling wird im Himmel der ewigen Glückseligkeit. Nach all den vielen Mühen, die hier auf Erden sind, o Mensch, vergiss den Schöpfer deiner Seele nicht, der einmal richten wird, ob Himmel, Hölle oder Fegefeuer, was sich der Mensch verdient. Die Natur mit ihrer Schaffenskraft zeigt uns so viele Wege, wenn wir nicht blind durchs Leben gehen und an ihr lernen viel, was uns der Schöpfer hat gegeben. Das Wasser im Zenit sich dreht, der Mensch, das Tier und die Natur sich köstlich wohl ernährt. Das Wasser reinigt sich von selbst durch seinen Schöpfungslauf. Die Seele von uns, sie reinigt sich durch die heilige Beichte und die heilige Kommunion, in der wir Christus in den Gestalten von Brot und Wein konsekriert empfangen dürfen, wenn wir ihn ehrfurchtsvoll empfangen. Das Feldkreuz, die Erinnerung weckt, was Christus hat gegeben, für uns sein ganzes Leben. Er hat erlöst die Seele von uns, was Adam und die Eva durch ihren Sündenfall geschaffen. Er hat das Tor zum Himmel wieder aufgemacht durch seine große Liebe. Die Berge stehen da und grüßen, sie laden ein zur Wanderung, dass wir uns sollen erfreuen an der Natur, die uns gegeben. Der Sonntag aber, der gehört dem Herrn, da er uns hat erlöset, am Kreuze für die Sündenschuld, für uns in seinem bitteren Leiden. Keine Ausrede nimmt der Himmel an, dass wir nicht können kommen, zur heiligen Messe dort, die Gnadenquelle unseres Gottes. Die Litanei ist lang, was Menschen alles sagen, um sich darum zu drücken. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang, wenn dann der Tod erkommet, ganz plötzlich und nicht angemeldet, auf Straße, Bahn und Flugzeug. So gehen wir zur Kirche hin, die Wohnung unseres Gottes, und grüßen ihn, er wartet schon
auf unsere Liebe gleich. Er schreibet ein im Buche die Zeilen, dass wir bei ihm und seiner Mutter gewesen sind zu danken für seine große Liebe. Im Friedhof stehen Kreuze, sie laden ein und mahnen, dass wir sollen für die Lieben dort Gebet und Opfer bringen. Sie warten auf uns Menschen, dass wir sie nicht vergessen. Die Blumen zieren nur das Grab, die arme Seele muss erdulden, im Fegefeuer dort, was sie auf Erden hat gefehlet. Bis nicht der letzte Heller ist bezahlet, so bleibt die Seele dort zur Reinigung an jenem Ort, das wir das Fegefeuer nennen. Die Hölle aber nimmt kein End, das nie erlöschend Feuer. Bedenk, o Mensch, was Christus hat gesaget. Schalt ein, dein Hirn, das führet dich zum Guten, das in den Himmelshöhen erfreuet sich die Seel von dir, die niemals stirbt und ohne Ende ist. Ich geh jetzt hin zur Zimmer, wie man saget, und hören wir uns an, was sie uns hat zu sagen. Seit vielen Jahren kommen die armen Seelen zu ihr, um Hilfe zu erbitten. Ich frag sie nun, was sie schon alles hat erlebt. Frau Simmer, wie lange machen Sie das mit den armen Seelen schon? Seit 1940. Seit 1940? Ja. Und die armen Seelen kommen zu Ihnen, so wie Sie die Leute gekannt haben? Solche, die ich gekannt habe, genau wie sie waren. Ja? Kommen auch andere zu Ihnen? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Was wollen die? Ja, sie wollen halt Hilfe. Aha. Und wie können wir denen Hilfe geben? Am meisten verlangen sie Messen lesen lassen. Ja, ja, ja. Wo lassen Sie sie denn lesen? In Fatima. In Fatima? Bei den Karmeliterpater. Aha. Waren Sie schon mal in Fatima? Ja, ja. Ja? Was gefällt Ihnen in Fatima am besten? Ja, ist eigentlich ganz gut, Fatima. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Die zwei Seherkinder von Fatima sind ja erst selig gesprochen worden. Bitte? Die zwei Seherkinder von Fatima. Ja. Sind ja erst selig gesprochen worden. Ne? Ja. Die Jacinta und der Francesco. Ja. Und wenn die armen Seelen zu Ihnen kommen, sprechen die mit Ihnen. Ja, ich muss fragen, was willst du oder was soll ich dir tun? Aha. Dann dürfen sie sagen, wie man sie erlösen kann. Ah, das dürfen sie sagen? Ja. Und kommen sie dann hinterher auch, wenn sie erlöst sind? Nein. Dann kommen sie nicht mehr? Nein, nein. Kommen sie nicht mehr? Nein, nein. Und wie wissen Sie das, dass sie dann Hilfe bekommen haben? Ja, wenn man ihnen das tut, was sie verlangt haben, dann sind sie erlöst. Ah ja. Ja. Aber das wissen Sie nicht, wie das dann geschieht? Nein, nein. Das wissen Sie nicht. Ja. Was sagen die, was haben Sie für Leiden und was sagen die armen Seelen zu Ihnen? Ja, sie sagen halt auch, dass halt vieles nicht in Ordnung ist, oder? Was zum Beispiel? Ja, aber in der Kirche auch. Ja, eben, genau das meine ich. Ja. Was ist da nicht in Ordnung? Ja, Hand und Gesteck kommen und muss weg. Da haben Sie recht, ja. Ja. Ja, ja. Sagen das die armen Seelen? Ja. Ja? Ja. Wie sagen sie das? Die sagen halt einfach, dass das nicht Gottes Wille ist. Aha, aha. Ja, da sind sicher auch Pfarrer dabei, die Handkommunion ausgeteilt haben. Ja, ja. Oder? Ja, ja. Und was sagen die dann? Ja, das ist halt nicht gut. Aha. Dann müssen sie schwer büßen. Ja, ja. Und in welcher Form wird im Fegefeuer gebüßt? Fegefeuer ist ja tausendfach verschieden. Ja, ja. Ja, ja. Das ist das Heimweh nach Gott, das ist das größte Leiden. Das glaube ich gerne, ja. Und dann müssen sie halt leiden in dem, was sie gesündigt haben. In dem, was sie gesündigt haben, ja. Ja. Nur im Fegefeuer oder auch an dieser Stelle, wo sie gesündigt haben? Ja, auch dort, wo sie gesündigt haben. Ja, ja. Ja. Und wie, in welcher Form geht das? Bitte? In welcher Form wird das dann? Das weiß ich auch nicht. Das wissen sie nicht. Das sagen sie auch nicht. Ja. Aha, aha. Fällt Ihnen gerade ein Pfarrer oder irgendeine arme Seele ein, die zu Ihnen gekommen ist und was
gebettelt hat. Ja, also, ja, ja. Die kommen halt und sagen, ich brauche 3 Messen oder 5 Messen oder 7 Messen, aha, oder? Aha. 3, 5 und 7, das wird am meisten verlangt. Tatsächlich? Ja. Ja, ja. Und sagen Sie dann, warum Sie gesündigt haben? Na? Oder das sagen Sie nicht? Das sagen Sie nicht, nein. Ja. Oder wie ist das Gespräch dann mit Ihnen? Ja, das ist schon ganz kurz. Ja, ja? Ja, ja. Und zu welchen Zeiten kommen die? Ja, in der Nacht. In der Nacht? Ja. Ja. Also von Anfang sind sie bei Tag auch gekommen. Aha. Aber und werden sie da aufgeweckt? Ja. Werden sie dann vom Schlaf? Ja, irgendwie werde ich weg. Aha. Ja. Und dann sehen Sie plötzlich die arme Seele? Ja. Sehen Sie die Seele oder den Menschen? Ja, die ganzen Menschen. Den ganzen Menschen? Ja, ja. Aha. Diese... Man kann auch viel für die armen Seelen tun. Sie können uns auch viel helfen. Ja, wie können die uns helfen? Ja, durch das Opfer eigentlich. Ja, ja. Ja. Welches Opfer? Wie ich weiß, also zum Beispiel ein Priester, ja, ist mir gekommen, aber nicht als arme Seele, so, ja, und hat mir das selber erzählt, was ihm passiert ist. Aha. Der musste in die Schweiz aushelfen. Aha. Kommt ins Zimmer, mhm, sieht er die Brieftasche verloren, aha, mit 500 Franken, gehören nicht ihm. Aha. Ja, die muss ich wieder haben, was soll ich tun? Aha. Jetzt tun ich noch einen Rosenkranz beten für eine arme Seele, die gerade noch einen Rosenkranz braucht, um erlöst zu werden. Aha, aha. Er hat einen Rosenkranz fertig gebetet gehabt, klopft an seine Zimmertür, aha, er macht auf, ein junger Mann steht draußen, überreicht in die Brieftasche. Und er ist dann verschwunden. Weg war er, ne? Ja. Bei Ihnen waren doch am Anfang mal 2 Polizisten, die wollten zu Ihnen heim. Ja. Wie war die Geschichte? Ja, die waren im Löwen, im Gasthaus. Ja. Da hat man noch geschimpft, das braucht man nicht anfragen und so, oder? Aha. Dann haben sie gesagt, ja, wir gehen hinauf, wenn das Unruhe macht, dann stellen wir das ein. Aha, oder? Aha. Jetzt sind sie heraufgekommen, aber ich habe 10 haben sie heraufgekommen. Aha. Aber ich habe gemeint, sie gehen ins nächste Gasthaus, oder? Aha. Zum Haus zu habe ich nicht gesehen. Aha. Und dann sind sie halt wieder zurück. Kommen sie zurück. Die Leute haben gefragt, mir jetzt, was ist los? Aha. Die haben ihre Sachen gepackt und auf und davon. Aha. Und dann natürlich hab ich nie so richtig erfahren, was da gewesen was ist. Was da los war. Da komme ich nach Kufstein, dann hat man mir das erzählt. Aha. Dann hat man gesagt, da wollten doch 2 Polizisten ihnen das einstellen. Aha. Da habe ich gesagt, ja, aber zum Haus sind sie nicht gekommen. Mhm. Die Haustür wäre sperrweit offen gewesen. Aha. Die hätten schon kommen können. Die sind nicht gekommen. Ja, die sind nur bis 3 Meter vors Haus gekommen, aha, konnten sie keinen Schritt mehr gehen. Da hätten sie gesagt, jetzt kommen wir zurück, sonst können wir zurück, können wir laufen. Ja, ich wiederhole das vielleicht für jemanden, der den Dialekt nicht verstanden hat. Da wollten 2 Polizisten bei der Frau Simmer einkehren und wollten ihr das einstellen, was sie mit den armen Seelen macht. Dann sind die Polizisten hierher ins Haus gekommen. Wir stehen hier vor dem Haus der Frau Simmer, hier in Österreich, in Sonntag. Die Ortschaft heißt Sonntag. Sie hat das ganze Jahr Sonntag. Und dann wollten die Polizisten ins Haus eindringen und wollten ihr sagen, sie soll diesen Blödsinn mit diesen armen Seelen sein lassen. Zu diesem Sagen ist es aber nicht gekommen, sondern sie sind 3 Meter vor das Haus gekommen. Und dann standen sie wie angewurzelt und konnten nicht mehr weiterlaufen. Und dann hat einer zu dem anderen gesagt, weißt was, wir kehren wieder um. Am Ende können wir weder vorwärts noch rückwärts laufen. Sind dann zurück in die Wirtschaft, haben ihre Sachen geholt und sind weggegangen, haben kein Wort gesagt. Erst viel später hat die Frau Simmer dann erfahren, dass das so war, dass sie eben standen wie angewurzelt und sie konnten nicht mehr gehen. So geschehen eben Sachen, die durch die armen Seelen geschehen, die man sich nicht immer erklären kann. Sind die Polizisten irgendwann wieder zu Ihnen gekommen oder haben nichts mehr? Nein. Sie sind nicht mehr gekommen? Nein, nein. Hm? Sie haben dann nur
Weil ich habe das schon halt oft erzählt. Ja, ja. Und dann sind sie gekommen, sie sollen das nicht mehr sagen, sie werden nicht mehr angefragt. Aha. Naja. Erinnern Sie sich an irgendwie arme Seelen, die zu Ihnen gekommen sind, die was Besonderes wollten? Ja, also zum Beispiel Raucherfasten verlangen sie auch. Ja. Wenn sie durch zu vieles Rauchen früher gestorben sind. Aha, aha. Oder? Ja, das gibt's auch. Ja. Wenn sie durch zu viel Rauchen zu früh gestorben sind, dann verlangen sie von Ihnen, dass das Raucher andere für sie fasten. Ja. Ja, was? Und sind die Seelen dann zufrieden, wenn sie ihnen sagen, sie werden das machen? Ja, freilich. Sind die dankbar, oder? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Wie drücken sie ihre Dankbarkeit aus? Ja, sie danken halt. Sie danken. Wie sagen sie das? Wir danken. Wir danken, ja. Vergelt's Gott oder sowas sagen sie nicht? Nein, nein. Nicht, was wir hier auf der Erde sagen, ne? Ja. Aber im Fegfeuer... Was sind da für Zeiten im Fegefeuer? Ja, Fegefeuer ist eigentlich noch zeitlich. Ist noch zeitlich? Wenn Sie eine Zeit sagen, müssen Sie eine Zeit sagen, wie Sie hier haben. Aha, aha. Ja. Und die Zeitrechnung gilt wie hier? Es sind ja manche nur am Tag im Fegefeuer, oder? Aha, aha. Ja, aber auch länger. Manche, ja, ja. Weil Sie vorher Fatima gesagt haben, die Lucia ist ja von der Mutter Gottes gefragt worden, wo ihre Spielkameradin sei, die vor ihr gestorben ist. Ja. Und dann hat die Lucia doch zum Mutter Gottes hat sie gefragt, wo die ist. Sie wollte wissen, ob sie im Himmel ist, im Fegfeuer oder in der Hölle. Ne? Dann hat die Lucia hat dann die Mutter Gottes gefragt und die Mutter Gottes hat ihr geantwortet und sagte zu ihr, dass die Spielkameradin bis zum Ende des Fegefeuers im Fegefeuer bleiben muss. Das gibt es ja. Ja, weil sie vorher Unzucht getrieben hat und das nicht mehr gebeichtet hat. Aha, ja, ja. Ja. Aha. Also ist das doch eine große Sünde, die ja heutzutage leider Gottes nicht mehr als Sünde erkannt wird. Ja, die meisten meinen, das sei keine Sünde, das voreheliche Zusammenleben. Ja. Kommen da auch Seelen zu Ihnen, weil sie vorehelich zusammengelebt haben? Ja, ja. Ja, was sagen die? Zum Beispiel, wenn sie geschieden sind, noch einmal geheiratet, da dürfen sie nicht mehr zur Kommunion. Aha. Und dann, was sagen sie dann? Das ist unsere große Verantwortung. Aha, aha. Ja, da wird ja leider viel gemacht heutzutage. Ne? Ja, ja, ja. Aber es geht nicht mehr lange, wird der Herrgott Ordnung schaffen. Ich denke, dass es höchste Zeit wird. Ja, ja. Sind Sie froh, dass die armen Seelen zu Ihnen kommen? Ja, ja, ja. Oder ich wollte dreimal ins Kloster. Ja. Und da ich war mit 8 Jahren, habe Lungenentzündung und Rüffelentzündung gehabt. Ja. Und da bin ich mit der Gesundheit immer ein bisschen zurück gewesen. Aha. Und in jedem Kloster, ja, Sie sind zu schwach, wir müssen wieder gehen. Aha. Aber seit ich das habe und mehr mitmachen muss, bin ich viel gesünder. Ja. Vielleicht darf ich das wieder ein bisschen verdeutschen. Für die Leute, die es nicht ganz verstanden haben. Sie wollte ins Kloster gehen und wollte dreimal ins Kloster gehen und wollte eben im Kloster ihr Dasein und ihr Leben verbringen. Aber nachdem sie mit 8 Jahren eine Krankheit hatte, wo sie vom Kloster her nicht aufgenommen werden konnte, dann hat sie eben den Eintritt nicht geschafft und ist nun ledig geblieben, wie ich zum Beispiel auch. Und sie hat dann mit den armen Seelen sehr bald zu tun gehabt und sie meint, sie ist heute gesünder als sie früher und sie hätte so gesehen schon ins Kloster gehen dürfen oder können, aber Gottes Wege sind eben nicht unsere Wege und Gottes Gedanken sind nicht immer unsere Gedanken. Frau Simmer, wenn die Nacht kommen, wie wecken Sie die? Wachen Sie da einfach auf? Es wird einfach irgendwie entweder der Name gerufen oder ein Knistern, dass er wach, dann steht es vor dem Bett. Aha. Und dann muss ich fragen, was willst du oder was soll ich dir tun? Aha. Und dann sagen sie es, was sie brauchen. Wie oft kommen die? Im Tag oder im Monat? Ja, so 2-3 Mal in der Woche.
Zwei, dreimal in der Woche? Ja, kann eine kommen. Ach, eine? Ja. Aha, aha. Immer die gleiche? Nein, nein. Ach, die ist immer verschieden? Immer andere, ja. Immer ja. Andere, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und wenn dann geholfen ist, dann kommen sie nicht mehr? Nein. Sagen Sie dann, gibt es nicht einen gewissen Prozess? Weil die erste heilige Messe wird sie ja vielleicht noch nicht erlöst. Jetzt braucht sie eine zweite. Kommt sie dann noch einmal? Nein, nein. Nicht? Nein, nein. Sie sagt also, sie braucht so und so viel heilige Messe, ja. Und so viel Opfergebet. Ja. Ja. Und dann ist das, dann kommt sie nicht wieder. Und sie müssen natürlich, man muss das tun, wie sie es sagen. Ja, ja. Zum Beispiel hat eine Mutter die Kinder nicht in die Werktagsmesse geschickt. Aha. Obwohl sie nur über die Straße gehen müssen. Aha, aha. Und dann ist sie gestorben und die ist dann mir gekommen und hat gesagt, ihre Kinder, sie waren schon verheiratet, aha, müssen 75 Mal in eine Werktagsmesse gehen, ja, um sie zu erlösen. Aha. Dann haben sie gesagt, ja, dann tun wir gerade lieber 75 Messe zahlen. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Aha. Ja, vielleicht darf ich es wieder verdeutschen, für die, die den Dialekt nicht verstanden haben, da kam eine arme Seele zu ihr und sagte, sie möchte 75 heilige Messen haben, die sie am Werktag vollbringen sollen. Nicht am Sonntag, sondern am Werktag. Weil die Seele, die da gekommen ist, die wohnte über die Straße und war die Mutter von Kindern. Und die Mutter hat es versäumt, den Kindern zu sagen, die ja wohl Zeit gehabt hätten, um über die Straße zu gehen, um dort die heilige Messe mitzufeiern. Das haben sie versäumt. So hat die arme Seele die Frau Simmer gebeten, sie sollen 75 Mal in eine Werktagsmesse gehen, dann sei sie erlöst. Die Erlösung ist ja das, was wir wissen von unserer Bibel her. Wenn eine Seele erlöst ist, dann ist sie im Himmel. Dann sind sie eigentlich Selige und Heilige, wie wir hier kennen. Man braucht da keine Selige- und Heiligsprechung, wenn man im Himmel ist, sondern das ist nur eine Anerkennung, dass sie im Himmel sind. Und wenn die Seele dann im Himmel ist, dann ist sie der ewigen Anschauung Gottes würdig geworden. Und das ist ja, glaube ich, das Ärgste für eine arme Seele, dass die Trennung von Gott, dass sie der Anschauung nicht würdig ist, dass sie ihn nicht sehen kann, das ist, glaube ich, die größte Strafe. Ja, ja. Ja, so kenne ich das. Ja. Fällt Ihnen noch eine andere arme Seele ein? Wann ist das letzte Mal eine da gewesen? Die war am, was ist heute? Donnerstag. Heute haben wir Donnerstag. Dienstag in der Nacht. Dienstag in der Nacht. Was wollte die haben von Ihnen? Die wollte drei Vaterunser. Drei Vaterunser? Ja. Ja, beim Vaterunser ist es so, das Vaterunser wird ja leider Gottes sehr wenig geschätzt. Und in der Bibel lesen wir ja, mit den Lippen bekennt ihr mich und mit dem Herzen seid ihr weit von mir entfernt. Ein Vaterunser zu beten, richtig beten. Man kann für ein Vaterunser unter Umständen sogar eine ganze Stunde brauchen, ja, um das Vaterunser richtig zu beten, ja, um es zu betrachten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja. Wie verunehrt wird nur unser Herrgott heutzutage. Ja. Das ist ja, über alle Maße ist es. Ja. Aber wenn drei Vater unser helfen, eine arme Seele und zu retten. Die sagen, die Werke der Nächstenliebe, ja, die würden so viel helfen. Ja. Durch die Liebe werden viele Sünden zugedeckt. Ja, ja. Und das achtet man heute nicht. So ist es, ja, leider ja. Gottes. Aber was würden Sie empfehlen, dass man nicht in das Fegefeuer kommt? Ja, die Gebote Gottes halten. Viel gute Werke tun, ja, und dann müsste man eigentlich nicht ins Feld. Ja, das. Frau Simmer, vielen herzlichen Dank, vergelt's Gott, segne's Gott, dass Sie mitgemacht haben, ja, dass wir hier etwas machen draus, ja, und den Leuten sagen, dass sie nicht in dieses Fegefeuer kommen und schon gleich gar nicht in die Hölle. Ja, ja. Es gibt ja viele Leute, die glauben gar nicht mehr an das Fegefeuer und nicht an die Hölle. Gibt auch Priester drauf. Ja, genügend, ne? Ja, ja. Aber ich kenne es von der Schwester Faustine, die das Fegefeuer und die Hölle sehen durfte. Ja. Und die armen Seelen, die da drin waren, die haben ihr gesagt, wir sind nur dort in der Hölle, weil wir an die Hölle nicht geglaubt haben. Aha, ja. Ja. Aber ja, ja.
Mein Vater hat immer gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, ja, und so ja. kommt es da auch. Ja, ja. Ne? Gut, also, vergesst Gott, vielen herzlichen Dank. Vergesst Gott, ja. Ja? Ja. Bleiben Sie gesund und munter. Man hofft, ja. Und sagen Sie der nächsten armen Seele, die zu Ihnen kommt, wir werden Ihnen gerne helfen. Und wir wollen auch für die Leute beten, die heute noch leben, für diese armen Sünder soll ja, man beten. Ja. Die Mutter Gottes sagt es ja immer wieder in ihren Erscheinungsorten, ja. dass man für den armen Sünder beten soll, ja. Ja. dass sie nicht in die Hölle oder ja. in das Fegfeuer kommen. Ja. Das Schönste ist im Himmel. Der Himmel dauert genauso lang wie die Hölle. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zimmer. Für Gott. Die Glocke, die uns alle ruft, die Kirch nicht zu umgehen. Bei unserem Herrn Christgeburt im armen Stalle dort, es haben die drei Könige bei sich den Stern gesehen. Sie folgten ihm und kamen hin zu Christus in dem Stalle. So gehen wir hin zum Tabernakel dort und beten für die arme Seele, die dann erlöset ist. Ich sag euch gleich, wenn wir Gebet und Opfer bringen, für sich und alle ihre Lieben, dann wird das Wort des Herrn Christ auch bei uns Wirkung finden. Dass er euch saget bei dem Gericht, tret ein in meines Vaters Wohnung, das Fegefeuer und die Hölle ist dir verschonet blieben. So freue dich, du reiche Seel, bist gar nicht mehr verarmet, wann dich der Herr beim Namen ruft in seine ewige Glückseligkeit, dem Himmel dort, der niemals endet. Amen.